In dem Stück »Beim Arzt« geht es um Patientinnen und Patienten, um Ärztinnen und Ärzte, vor allem um die jeweiligen Gespräche und Beziehungen untereinander. Der Autor, selbst praktischer Arzt, zeigt in einer unterhaltsamen Hommage mit schwungvollen Liedern und pointierten Dialogen den Alltag in der Arztpraxis, bis man am Schluss nicht mehr recht weiß, wer ist krank, wer ist gesund, wer ist Arzt, wer Patient. Alle Ärzte sind nur Menschen, wie schlechte alle Art. Ihr Kampf mit ihren Fehlern bleibt ihnen nicht erspart. Bleibt ihnen nicht erspart. Es gibt so manche Kranke, dagegen kommt zu Fett. So manche Kranke, dagegen kommt zu Fett. Man fragt sich, wer der Doktor ist und wer der Patient. Da gibt es einen abgehobenen Herrn Professor und die ihm ergebene Patientin. Herr Professor, ich bin Ihnen so dankbar. Wissen Sie, mein Hausarzt ist ja nicht so großzügig wie Sie. Das letzte Mal wollte er mir die Überweisungen gar nicht umschreiben. Er hat gemeint, ich brauche das alles nicht. Aber ich habe ja gleich gesagt, der Herr Professor verlangt das. Und der wird es ja wohl besser wissen. Eine Karriereärztin? Und in ein paar Tagen haben wir dann schon den Befund und dann wissen wir, was mit Ihnen los ist, Herr Groß. Ich verstehe das nicht. Ich habe überhaupt keine Beschwerden. Was haben Sie denn für einen Verdacht? Muss ja nicht gleich das Allerschlimmste sein. Es gibt auch relativ gutartige Tumore. Eine chronisch überforderte Ärztin mit einem neurotischen Patienten. Grüß Gott, Herr Deutzberger, kommen Sie rein, nehmen Sie Platz. Was führt Sie heulend? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Jetzt ist mir schon das dritte Mal passiert und jetzt macht es mir schon Angst. Was denn? Ihr wisst es beim ersten Mal, da war es nicht so arg. Da habe ich mir gedacht, reg dich nicht auf, das vergeht wieder. Und wirklich, so nach 30 Minuten war es vorbei. Nach 30 Minuten? Ja. Vielleicht war es auch eine halbe Stunde, ich kann es schwer abschätzen. Ein eifriger Chirurg findet ein williges Opfer. Auf jeden Fall. Nein, sind Sie sich sicher? Dass die Gallenblase operiert werden muss. Am besten, wir machen das mit unserer Knopflochmethode. So endokolisch. Endokolisch? Ja. Ja, natürlich, eine andere Methode kommt ja gar nicht in Frage. Ja, wenn das so ist, dann füge ich mich natürlich Ihrem fachlichen Urteil. Also so hart es mich auch trifft. Wir machen die Operation. Wozu habe ich schließlich eine Zusatzversicherung? Richtig, gnädige Frau. In den unterschiedlichen Szenen wird vor allem eines deutlich. Wir alle sind nur Menschen. Auch der Arzt sind nur Menschen. Das ist nur allzu wahr. Unter dem Motto »Lachen ist die beste Medizin« wird hier eine absolut schmerzfreie Therapie angeboten, eine äußerst unterhaltsame Gesundheitsvorsorge und das rezeptfrei.